Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Rexer und ich begrüße heute Serafin Benz. Herzlich willkommen, Serafin. Du hast schon einen sehr außergewöhnlichen Namen und meine erste Frage ist, ist das ein Künstlername? Nein. Das ist dein Name? Ist mein Originalname, ja. Was für ein Glück, wenn man mit so einem Namen geboren wird. Da habe ich. Serafin Benz. Habe ich auch immer gesagt. Ja? Hast du noch einen zweiten Namen? Nein, einfach nur Serafin Benz. Ja. Und da sind wir gleich beim Thema Haute Couture. Erklär uns, was ist Haute Couture? Ja, Haute Couture ist in der Bekleidungsbranche, vor allem auf dem Laufsteg bei den grossen Häusern, Chanel, Louis Vuitton, überall, ist das eigentlich das Handwerk, wo hochwertige, wunderschöne Mode hergestellt wird. Vor allem das Zeichen auf Handwerk gesetzt wird. Was kann eine Schneiderin? Und das ist deine Arbeit, dein Leben und das hast du gelernt. So ist es. Was genau? Bekleidungsgestalterin habe ich gelernt, 3 Jahre lang. Und nachher habe ich eine Weiterbildung in Bern gemacht, wo ich dann die Berufsprüfung abgeschlossen habe und eigentlich nachher so weit war, dass ich mit meinem eigenen Geschäft starten durfte. Das finde ich etwas ganz, ganz Spannendes und Außergewöhnliches. Und als ich das erste Mal in Amriswil im Thurgau in der Ostschweiz gelesen habe, Haute Couture, da habe ich gewusst, das hat doch was mit Chanel und Paris zu tun. Und was macht das in Amriswil? Ne? Mhm. Es ist schon naheliegend, aber auch in der Schweiz. Du sagst, Haute Couture gibt es auf der ganzen Welt. Ja. Und ist bezeichnet auch eine sehr spezielle Art und Weise, wie man Kleider macht. Ja, vor allem eben Handwerk und Techniken, verschiedene Techniken, die man dann anwendet, um das Kleidungsstück auch herzustellen. Also Haute Couture ist auch... Man kann das Kleidungsstück von außen anschauen und von innen. Und es sieht in beiden Richtlinien sieht es perfekt aus. Kann man nicht überall sagen. Nein. Innen. In der Ostschweiz große Textilindustrie, große Geschichte im Bereich Kleidung. Ist das etwas Verstaubtes, Übriggebliebenes? Immer denn je umso moderner. Das ist ja, gibt ja uns auch ein bisschen den Fashion vor, was kommt und was kommt in der nächsten Saison und alles. Heißt also, als erstes kommt Haute Couture. Das ist das. Ach, deshalb hat man auch immer gesagt, Lagerfeld, Trendsetter. Ja. Das heißt, das, was die machen, machen alle nach. Genau. Ist das so? Sieht man nachher, ja. Das sieht man nachher auf der Straße, wie die Leute rumlaufen. Also, es hat nichts damit zu tun, dass jetzt irgendjemand eine Louis Vuitton-Tasche nachmacht und die kannst du dann irgendwo auf Bali günstiger kaufen, nein, sondern es geht um die Formen, es geht um die Design quasi, was dann nachgemacht wird. Genau, also wir lernen uns, also Designer lernen sich ja meistens auch daraus inspirieren, was für Farben, dass so die Trendfarbe vom Jahr 2021, 2022 bestimmt wird. Mhm. Und dann nimmt man sicher auch in die Kollektion auf und tut sich auch den Trends, was die Inneneinrichtung anbelangt, überall orientieren, schauen. Das geht dann so weit? Ja, ja, man muss immer eigentlich das ganze Genre sehen, was ist im Design so angesagt, was kommt. Und da müssen wir dann umsetzen in der Mode. Und das spielt alles ein bisschen ineinander. Das heißt, wenn ich jetzt mal frech frage, wenn jetzt du einen Designer beobachtest und kennst und der natürlich auf dem Markt, sage ich bei Chanel oder Louis Vuitton oder wo auch immer, in Paris tätig ist, dann kann man schon, so, wenn man ihn kennt, so ein bisschen erahnen, was da kommt. Ja. Oder ist es total überraschend? Also überraschen die immer wieder durch ganz neue Ideen? Also nehmen wir jetzt mal so das bekannteste Chanel. Mhm. Der Karl Lagerfeld ist gestorben und dann hat seine Nachfolgerin seinen Platz eingenommen. Und sie hat man nicht so kennt in der Szene und da ist man wirklich sehr gespannt gewesen, was jetzt kommt. Aber beim Karl Lagerfeld hat man eigentlich immer gewusst, was er so kommen wird, wann er zeigen tut. Aber er hat auch immer wieder so coole Eyecatchers drin gehabt, wo man dann muss sagen, ja, und das ist genau darum ist er jetzt der Chefdesigner bei Chanel. War ein toller Mann und hat sich immer wieder selbst erfunden, war verspielt wie ein Kind. Ich habe seine ganz tolle Dokumentation gesehen und war dann sehr überrascht, dass er dieses kreative Chaos zu Hause hat, mit einer Wahnsinnssauerei auf dem Schreibtisch. Wahnsinn. Und das muss so sein. Hat ihn mir aber sehr sympathisch gemacht, dieses Verspielte. Hat sie denn seine Nachfolgerin wirklich überrascht? Nein. Nein. Das sage ich jetzt. Aber du weißt ja auch schon sehr viel. Du hast das auch gelernt. Du bist Schneiderin? Ich bin Schneiderin, ja. Ich habe aber auch Design in meiner Weiterbildung gehabt.
ist eigentlich so meine Ursprungsleidenschaft, wenn ich muss sagen, Design und Entwurf ist etwas, was ich wahnsinnig gerne mache. Ja, ich weiß, dass es ein hartes Business ist. Mhm. Ich kenne den Julian Ziegerlik persönlich ganz gut und er hat es geschafft zu einem Geschäft und so weiter, aber das ist ein langer Weg und das ist, heißt, du hast einen eigenen Stil. Wir alle kennen Alexander McQueen, die Geschichte auch. Früh anfangen, dranbleiben. Nicht daran kaputt gehen. Jetzt komme ich zu dem, du kennst auch eine ganz andere Seite dieses Business. Du bist auch Model. Du modelst. Ab und zu, ja. Ja. Und diese Seite, wie wichtig ist die? Was bedeutet die für dieses Business? Also, ja, halt einfach die Schnelllebigkeit, das Ganze. Ich meine jetzt zur Haute Couture, ja. Die Models sind wichtig, weil die sind sind ja die, mit denen du das auch präsentierst. Wie stark nimmt das jetzt Einfluss? Ich meine, werden auch da Trends gesetzt, dass man sagt, dieses Jahr sind zum Beispiel ganz viele dicke Frauen in großen schwarzen Kleidern trendy oder so, das geben wir jetzt vor. Oder wechselt das auch mit denen oder... Also, es kommt darauf an, was für ein Überthema diese Kollektion hat. Wenn jetzt natürlich die Kollektion inspiriert ist von Formen, geben wir einfach Formen auf. Dann würde ich jetzt auch Models auslesen, die Formen haben. Aber oder fülliger sind. Genau, ja. Formen. Eine Frau hat Formen, hat schöne Formen. Und da muss man ja auch ein bisschen daraus herausspüren, was für Models hat man, was für ein Design tut man aufs Model kreieren. Mhm. Das hat schon auch alles damit zu tun. Aber ein Model ist eigentlich grundsätzlich, wenn man das Ganze neutral anschaut, ein Kleiderständer. Okay. Dass du das gesagt hast, das kann man jetzt so stehen lassen. Genau. Das gesagt, wäre das eine Schlagzeile wert. Aber es heißt, dass die Models natürlich dazugehören, auch sehr wichtig sind in diesem Business, in dieser Branche. Aber mir wird in dem Moment auch bewusst, auch da wieder abhängig davon, Trend der Zeit, Design, was machen die Designer, bin ich nächstes Jahr noch gefragt? Ist so ein bisschen. Sehr schnelllebig. Sehr schnelllebig. Ja. Wie hast du als Model oder so, wie erlebst du dieses Business? Wie machst du das gerne? Man muss selbstverständlich nicht kamerascheu sein. Es ist... Ja, man will ja immer entsprechen, man muss auch, das ist ja der Job, man muss entsprechen, man muss auch an der Zeit nachgehen, man muss auch schauen, dass man verdient ja auch Geld damit, also muss man auch schauen, dass man körperlich dementsprechend auch fit ist, dass man das Ganze kann so eine Art durchziehen kann, dass man auch sagt, ja, ich kann von der einen Modenschau zu der anderen Modenschau gehen und man ist dann aber gleich noch fit und man ist voll da, man muss konzentriert und fokussiert sein, das ist der Job von einem Model. Und so verdient man auch Geld. Aber, ja. Also all die jungen Mädchen, die von einem Modelleben träumen, in erster Linie Champagner, Limousinen, Partys und so weiter, ist in der Realität dann eher die Ausnahme, wenn du es als Profi machst. Dann heißt es eher früh aufstehen, Fitness machen und so. Ja. Also, deshalb model ich so selten. Ne? Ich bin dann das Fotomoppel. Aber trotzdem fasziniert mich jetzt diese Welt sehr. Mhm. Also angefangen von Lagerfeld, dieses Trend. Und was mich immer interessiert, ist es ja ein bisschen wie an der Börse vorhersehen. Kann man vorhersehen, was für ein Trend kommt? Beispiel, kannst du uns verraten, was werden wir 2022 sehen, erleben? Sehen und erleben. Stimmt es, dass das schon wieder eigentlich... Schon wieder ja. Altes, ihr seid schon wieder an 23, 24? Ja, wenn man in Einkauf geht, Kleider einkauft, dann müssen wir schon ins 23 denken. Ja. Gut, was kommt 22? 22? Was sehen wir? Also ich kann es halt wirklich von der Brutmode sagen. was kommen wird, sind Perlen. Das ist das ultimative Must-Have. Hat man nicht früher gesagt, Perlen darf man einer Frau nicht schenken, das sind Tränen? Eine Frau darf es sich aber schenken, wenn sie das Kleid kauft mit Perlen. Nein, das ist so ganz, also das Must-Have für jede Brut, die im High-Fashion sein will. Perlentüll, Perlen irgendwo auf dem Kleid, das kommt ganz groß. Also ein schöner Tipp für alle Herren, wenn ihr euren Frauen, die Technik hört jetzt da hinten zu, wenn ihr mal eurer Freundin, Frau dieses Jahr was schenken wollt, Perlen sind angesagt. Genau. Sehr schön. Was kommt? Beschäftigst du dich auch mit der Männerwelt? Was kommt auf uns zu? Männerwelt, ja. Kleidung, Fashion. Wie sehe ich diesen Sommer am Abend am Bodensee die Herren flanieren? Wie werden sie aussehen? Also ich weiß, wie es zu Paris werdet flanieren. Ja, das wäre ähnlich wie am Bodensee. Ne? Weiß nicht. Ja, sagen wir es mal so,
weite, bunt gefalte Hose ist ein Must-have für den Mann, mit dem ein bisschen höher getragen wird. So in der Taillengegend bei einem Mann wird die Hose getragen. Sicher ein Oversize-Hemd gehört dazu. Und wenn jemand ganz mutig ist, hat er vielleicht noch so ein Tüchlein um den Hals. Ja, es ist so. Heute haben Sie mir den Schal weggenommen, weil Sie gesagt haben, es stört ein Mikrofon. Da wäre ich ja schon ganz trendy. Ja. Wobei, wenn ich mir jetzt Obertalie bei mir vorstelle, Hose, dann sehe ich ein bisschen aus wie Obelix. Ja. Obelix-Mode. Ist natürlich Figurtyp abhängig. Ja. Wollte jetzt gerade sagen, ist denn Haute Couture etwas, wo man sagen kann, da muss man die Figur zu haben? Ja, es kommt aufs Design drauf an. Ist das so? Ja. Also du sagst, du kannst jeden Menschen anziehen? Ja. Das geht? Ja. Und ist auch sehr ambivalent? Absolut. Also ich finde, jede Person hat für sich etwas Wunderschönes und das darf man auch hervorheben und zeigen und das rausschaffen. Wie stark hat die Modebranche in verschiedenen, wenn ich jetzt an Afrika denke, Indien, China, es sind ja ganz verschiedene Kulturen. Mhm. Und die Menschen tragen auch schon traditionell ganz unterschiedliche ja. Sachen. Also das heißt, wenn ich jetzt auf eine Modeschau nach Dubai gehen würde, würde ich vermutlich Herrenmode auch etwas sehen, was so ein bisschen in Richtung dieser Gewänder geht. China auch wieder anders. Wie stark beeinflusst sich das? Kann man sagen, Haute Couture ist nur Paris, Europa ist so, oder ist das, verbindet sich da? Kann das also passieren, dass wir nächstes Jahr plötzlich alle Saris tragen? Es ist schon auch sehr kulturell abhängig. Also okay. Die Europäer haben andere Bedürfnisse jetzt wie die japanische Mode oder afrikanische Mode ist auch ganz anders. Da hat man eigentlich wenig Einfluss ineinander. Aber man kann natürlich auch ineinander einflüssen lassen. Wenn man jetzt den japanischen Markt erobern will als Designer, dann tut man sich von diesen Schnitten auch inspirieren lassen, was sie sich schon gewöhnt haben. Oder sind. Und dann kann man so Kollektionen entwerfen, dass das auch ansprechend ist für eine andere Kultur. Wenn jetzt ein Designer, sage ich jetzt mal, wir nehmen nur ein Beispiel, er ist schon tot, Karl Lagerfeld, auf die Idee gekommen wäre, weiß nicht, ob das mal passiert ist, ich lasse mich inspirieren von Japan und ziehe meinen Models Kimonos an. Mhm. Kann das dann passieren, dass man tatsächlich im Niederdorf oder in Paris in einer Saison plötzlich vermehrt Menschen sieht, die sich trauen, ein Kimono zu tragen? Ja. Ich denke, dass so manches Mal, wenn ich so große Hüte sehe oder wieder was sehr ausgefallen ist, manche trauen sich das ja durchaus. Ja? Da siehst du plötzlich Gummistiefel und irgendwelche verrückten Sachen. Mhm. Hat der Designer wirklich so diesen Trendsetter-Einfluss? Ja. Ganz klar? Ja, mittlerweile halt auch Influencer. Okay. Das ist ein sehr großes Thema, wo man sich als Designer auch muss überlegen muss, wie gehe ich her, mache ich eine Modenschau oder tue ich eher einen Influencer zahlen, der mir meine Mode zeigt? Wow. Also das ist so eine Vielfältigkeit in der heutigen Zeit und in der heutigen Modebranche da, dass du gar nicht mehr sagen kannst, du kannst auf dem Laufsteg schon mal sagen, ja, und da wird Trend. Ich tue jetzt das hier zeigen. Du musst eher, wenn, dann gehen die Jüngeren eher auf die Influencer. Verändert unsere Kultur stark. Und da sind wir jetzt genau hier kulturell. Kulturelle Sendung genau beim Thema. Mhm. Wie stark hat sich das verändert in der Modebranche? Da wollte ich hin, da bist du jetzt eigentlich mir zuvor gekommen. Die Influencer können tatsächlich auch den Markt und unser Verhalten beeinflussen. Ja. Und dass wir es verstehen, das sind einfach Menschen, jung, meistens jung, auch älter, die uns etwas vorleben und über die direkten Kanäle Social Media erreichen. Mhm. Und wir sehen das und sagen, will ich auch. Aber heißt das ein gewisses Sterben der Designer, der großen Fashionhäuser? Oder sagst du, das sind die kreativen Köpfe? Also ich denke jetzt an Lagerfeld oder Alexander McQueen. Das sind ja Leute, die wirklich was können. Ja? Und ich gehe davon aus, es ist ja ein Handwerk, von dem ihr kommt. Und Influencer sind jetzt noch lange nicht die, die, sage ich jetzt mal, diese Mode entwerfen und umsetzen können. Mhm. Das musst du ja auch können. Das heißt, gibt es da ein Zusammenspiel? Wie weit siehst du da eine Veränderung? Oder vielleicht sogar eine Bereicherung? Also eben, aus allem Neuen wird wieder etwas Neues daraus geboren. Man muss sich einfach anpassen können und man muss wirklich agil sein. Auch in der Modeszene sowieso ist es wichtig, dass man immer möglichst wandlungsfähig ist und immer der Zeit sogar voraus ist, wenn es geht. Und Influencer können in dem Sinn Trends bestimmen, wenn sie natürlich halt auch ihre Produkte haben, zum Präsentieren. Und
sie müssen sich dann vielleicht auch mal auf etwas einlassen, was vielleicht ihnen persönlich nicht gefällt, aber sie verdienen mit dem das Geld. Also stellen sie das Produkt vorstellen oder stellen die Designer-Handtaschen so vorstellen, weil sie das vom Designer bekommen haben. Und so können sie eigentlich die Leute, die Instagram oder die sozialen Medien nutzen, können sie so eigentlich beeinflussen und sind ganz klare Trendsetter. Oder? Welche Farben siehst du? Kommen 22, 23 auf uns zu? Haben wir irgendwie mal wieder was Neon? Dieses Jahr habe ich gehört, ist sehr viel Neon. Ja, es ist so. Ja, Neon. Turnschuhe und so weiter. Da muss man der Typ dafür sein. Ja, das denke ich auch. Ja, wenn man, die Jungen können eh alles tragen. Das ist unbestritten. Aber wenn man ein bisschen ins Alter kommt, dann muss man halt schon auch wissen, was einem ins Gesicht steht gut. Neon würde ich jetzt eher für die Jungen sehen. Und das wäre jetzt auch träge, weil so die 80er Jahre sind schon auch sehr gross im Trend. Wie bist du, wenn du jetzt privat unterwegs bist? Bist du immer Haute Couture, Fashion? Also ja. Ja, du machst einen Mix. Ne? Ja. Ich sage so, wenn ich bei mir im Dorf poste, werde ich gerne angeschaut, weil es einfach das nicht so standardmäßig gesehen wird. So laufe ich in der Freizeit herum. Wenn ich aber arbeiten gehe, werde ich meistens Haute Couture tragen, die ich selber gemacht habe oder dann halt auch mir mal geleistet habe. Ist Haute Couture immer sehr teuer? Ja. Ja? Ja. Wegen den Materialien? Auch und den Arbeitsstunden, die eingesetzt werden. Das heisst? Das teile ich auch bis zu 60 bis 100 bis 300 Stunden gehen. In der Arbeit. Genau. Was du jetzt trägst, ich bin neugierig, dein Oberteil selber gemacht? Nein, Mohair. Mohair? Ja, das ist Mohair. Mit Stickerei vom Bischof, ja. Aus der Ostschweiz. Sehr schön. Hast du selber gemacht? Appliziert, ja. Appliziert. Mhm. Sehr schön. Mhm. Na, das finde ich sehr spannend. Ist ja auch sehr, wie soll ich das sagen, etwas, was sicher Spaß macht. Ja, ja, also, super. Wir sagen verzieren. Mhm. Es ist ja etwas, was schon ein Mädchentraum ist und war sicher. Bei dir war es immer so? Du wolltest immer das machen? Nein. Nein? Zuerst habe ich Modellbauschreinerin gelernt. Wow. Ich war auf dem Formenbau, vor allem für Automarken wie Porsche und so, habe ich Auspuffanlagen gemacht. Von der Auspuffanlage zum, jetzt haben wir den Titel, der von der Schlagzeile. Anlage zu Haute Couture. Genau. Ja. Vom Automodor zu Haute Couture. Nein, das ist ja, nachher habe ich 10 Jahre auf dem Stegenbau gearbeitet, im Designbereich, weil ich ja vom Maschinenbau her schon das technische Verständnis hatte. Dann habe ich den einfachen Weg auf den Treppenbau gefunden. Ich durfte heute spezielle Treppen entwerfen und mitproduzieren. Ein Laufsteg? Eben, hat alles eine Verbindung. Und dadurch, also ich bin dann einfach noch nebenbei ab und zu noch Model gelaufen für eben das Couture-Atelier. Du baust dir deinen eigenen Laufsteg und läufst darauf noch? Ja. Mode war einfach schon immer meine Leidenschaft. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, jetzt hat es mir den Arm reingenommen, jetzt will ich den Beruf erlernen. Und dann... Ich bin wieder mal fasziniert von dem, was Frauen leisten können in Berufen, wo im alten Klischee immer so Männerberufe sind. Also diese Frau hier hat Auspuff und Treppen und Stege gebaut, Sachen, wo ich keine Ahnung von habe. Ich weiß noch, wie ich mal ein Interview führen durfte mit der Chefin von Bosch. Ich wusste das aber nicht, was sie da so gemacht hat. Mhm. Und habe nachher gesagt, ist schon für sie ein bisschen schwierig hier heute Nacht. Diese ganzen Techniker, Ingenieure, die hier sitzen. Und ich wusste nicht, dass sie... das Navigationssystem überhaupt mit erfunden hat und entwickelt hat. Cool. Hat sie mir dann nachher gesagt. Also ich halte mich sehr zurück und bin immer wieder mega fasziniert, was da so vor allem in Menschen drinsteckt. Man sieht dich vielleicht im Atelier und denkt, da sitzt eine Schneiderin. Aber was dahinter steckt, das ist das, was so bereichernd faszinierend ist. Wird die Mode gekauft? Du arbeitest auch in einem Modegeschäft, hast ein eigenes Geschäft mit. Wird denn da auch reichlich angefragt heute? Sind die Menschen, oder ist es sehr verhalten? Gönnt man sich das? Ja, man gönnt sich's. Man muss aber sich... Und nicht nur das Abendkleid? Nein, also. Es ist einfach so, wir bedienen das Genre von Figuren, bedienen, die vielleicht jetzt nicht ab den Stangen kaufen können, Kollektionen, sondern eher eine Figur haben, die vielleicht einfach sehr viele Anpassungen machen müssen
Und so also sind wir spannend. Genau. Genau. In diesem Sinne, ich werde sicher mal vorbeikommen, kann es jedem nur nahelegen. Wo findet man dich? In Niederbüren oder in Amriswil. Sehr schön. Mhm. Also, wenn Haute Couture interessiert, ihr wisst jetzt, wo ihr hingehen müsst. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Serafin Benz. Danke.